Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute drei Tipps, wie du deine Körperhaltung ganz einfach verbessern kannst und damit attraktiver auf dein Umfeld, auf Frauen und im Allgemeinen wirkst. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben in letzter Zeit öfter mal über das Thema Aussehen, Looks und auch teilweise Körpersprache gesprochen, als ich dir von der Zungenübung erzählt habe, die dafür sorgt, dass deine Gesichtsform sich auf Dauer verändern kann. Heute wollen wir mal über Körperhaltung allgemein reden und das gibt natürlich mehrere Aspekte. Auf der einen Seite, Körperhaltung ist ein wichtiges Kommunikationsmittel. Das heißt, die Frau wird auch viel lesen aus deiner Körperhaltung und wird auch Rückschlüsse daraus ziehen. Nicht nur die Frau, sondern auch andere Menschen. Hinzu kommt die Tatsache, dass es einfach eine sehr wichtige Sache für dich ist, nämlich wenn du eine gute Körperhaltung hast, dann fühlst du dich besser, du fühlst dich selbstbewusster mit einer guten Körperhaltung. Beispiel, wenn du aufrecht stehst, es fühlt sich natürlich anders, als wenn du die ganze Zeit so stehst und auf den Boden guckst, kannst du dir wahrscheinlich selbst vorstellen. Und der dritte Faktor ist natürlich, dass es auch einen gesundheitlichen Aspekt hat. Gerade in meiner Familie haben ein paar Leute auch Bandscheibenvorfälle gehabt, auch hier im Nackenbereich, weil die Haltung halt sehr, sehr schlecht war. So eine Scheiße willst du auf jeden Fall nicht machen. Hat jetzt nichts mit dem Frauenthema zu tun, aber willst du einfach nicht. Und deswegen drei Tipps heute, wie du deine Körperhaltung auf Dauer verbessern kannst, die auch relativ einfach sind. Und die erste und allerwichtigste Sache, und da geht es wirklich, also es geht immer viel um diese Wirbelsäule. Es geht viel um die Wirbelsäule und Rückengeschichte, denn wenn das sehr gerade ist, dann funktioniert sehr, sehr viel. Und deswegen ist die erste Sache, die du machen kannst und die ganz, ganz elementar ist, betrifft dein Handy. Du kannst dich mal umschauen in der Bahn und bei den meisten Leuten oder überall, das kannst du nicht nur in der Bahn beobachten, sondern auch im Alltag, überall in der Straße. Die meisten Leute sind halt so mit ihrem Handy unterwegs, ne, so ungefähr. Manchmal, wenn du in der Bahn sitzt, ist es noch ein bisschen tiefer und dann guckst du vielleicht ein bisschen mehr runter. Und das ist halt problematisch, weil du dir auf Dauer so eine Art Haltung angewöhnst. Und was ich jetzt in der letzten Zeit gemacht habe, und das ist am Anfang ein bisschen ungewöhnlich und manche Leute denken sich dann vielleicht, hey, du machst irgendwelche Instagram-Videos von denen, aber was ich neuerdings mache, wenn ich in der Bahn bin oder wenn ich irgendwo bin und mit meinem Handy unterwegs bin, mache ich tatsächlich einfach so. Also ich halte das Handy so vor mich, so als wäre ich so ein alter Opa, der so dann auf seinen Tasten rumtippt. Und das hat aber zur Folge, dass ich hier, und das ist der wichtige Teil, hier in der Verlängerung der Wirbelsäule relativ gerade bin. Und das macht einen großen Unterschied. Gerade wenn du das mit dem Handy machst. Weil wir sind sehr oft an unserem Handy, wir sind ständig am Handy und es kann unglaublich schnell passieren, dass du dir diese schlechte Körperhaltung angewöhnst. Und dann können halt solche Dinge passieren wie ein Bandscheibenvorfall im Nacken, aber es ist auch allgemein eine unattraktive Körperhaltung. Und wenn das hier oben schlecht anfängt, dann geht das nach unten schlecht weiter. Dann hast du vielleicht einen krummen Rücken und schon sagt deine Körpersprache nicht, hey, ich bin ein attraktiver und vor allem gesunder Mann, sondern sagt, hey, ich bin nur ein weiterer Handy-Slave. Und das kommuniziert einfach nichts Gutes über dich, kommuniziert nicht das, was du kommunizieren willst. Tatsächlich ist es sehr auffällig, wenn Leute aufrecht und gerade gehen. Das fällt auch Frauen sehr auf als sehr positives Zeichen. Deswegen einfach mal auf dein Handy achten, beziehungsweise dein Handy in dieser Position halten, statt es immer so zu haben. Das ist eine Sache, die man sich relativ schnell angewöhnen kann. Das dauert keine Woche, mach das regelmäßig, dann machst du es halt immer so und dann kommt es dir auch gar nicht mehr so komisch vor und ist sehr, sehr gesund für deine Haltung. Die zweite Sache betrifft allgemein diesen Bereich hier, den Hals, den oberen Halswirbel. Das ist der Bereich, auf den du achten musst. Das heißt, achte so oft du kannst am Tag und auch wenn du in den Spiegel vorbeigehst, achte einfach mal drauf, bist du hier aufrecht in diesem Bereich? Bist du hier aufrecht? Schau es dir an, schau es dir im Spiegel an. Bist du aufrecht? Wenn nicht, korrigier das. Und auch das sind Sachen, die musst du nicht ständig machen. Bei den meisten Leuten ist es so, dass sie zu wenig Muskulatur hier oben in dem Teil der Schulter haben. Das ist ein großes Problem. Das habe ich in letzter Zeit im Fitnesscenter gemerkt, wo ich Gewichtwalk trainiert habe oder Farmer's Walk heißt es auch, wo du dir einfach zwei Hanteln in die Hand nimmst oder du kannst auch zwei Gewichtsscheiben nehmen und dann gehst du quasi mit diesen Scheiben. Und du wirst merken, wenn du das mal vielleicht auch ins Fitnesscenter gehst und das machen kannst, du wirst merken, dass diese Gewichte automatisch so ein bisschen den Rücken zusammenziehen. Und dadurch hast du automatisch diese aufrechtere Haltung. Und das ist eine wunderbare Übung, um das zu trainieren. Und dafür brauchst du auch nicht ins Fitnesscenter zu gehen. Dafür könntest du dir einfach so ein paar Gewichte besorgen. Vielleicht hast du sogar irgendwo zu Hause einfach so zwei Wasserflaschenkisten rumstehen oder diese Plastik 6x1,5 Liter PET-Halter-Tragedinger. Ne, dann nimmst du dir mal einfach beide in eine Hand und
machst es dir einfach mal zur Gewohnheit, jeden Tag damit ein bisschen zu gehen. Ne? Was ich ja mal mache, wenn ich dann im Fitnesscenter bin, ist, dass ich gewisse Bahnen hin und her gehe, also einmal hin und zurück und dann zähle ich immer und beim nächsten Mal versuche ich es dann zu überbieten. Also du gehst einfach immer hin und her mit diesem Gewicht und achtest mal einfach auf deine Haltung und das korrigiert unglaublich schnell deine Haltung und du wirst, wenn du es richtig machst, auch merken, das geht hier in diesen Schulterbereich. Da wirst du es merken, wenn dir da die Muskulatur fehlt, hast du höchstwahrscheinlich auch eine schlechte Haltung. Andere Leute, die haben das Problem, dass sie im Fitnesscenter zum Beispiel sehr viel Brust trainieren. Dadurch wird halt dieser Bereich hier sehr gestärkt, nach vorne gezogen. Aber der hintere Bereich hat nicht genug Kraft, um gegenzuwirken. Und deswegen hast du eine schlechte Haltung. Also wenn du im Fitnesscenter bist, achte auf jeden Fall auch darauf, dass du hier den Teil trainierst. Vielleicht mit einem umgekehrten Butterfly oder einfach mit dem Farmhouse Walk. Das ist da auch sehr effektiv. Also einfach mal immer darauf achten, egal wo du bist. Und vielleicht diese PET-Übung nutzen, von der ich gerade erzählt habe, um das hier halt zu korrigieren. Na, und das mag dir jetzt vielleicht marginal oder klein vorkommen. Das ist es aber. Aber tatsächlich nicht. Das sind einfach Sachen, genauso wie das mit der Zunge, wo ich letztens drüber erzählt habe. Da hat jemand in die Kommentare geschrieben, ja, ach, das ist doch voll die Kleinigkeit, das ist doch voll unnütz. Ja und nein. Also, dann denke ich mir manchmal, wie faul sind denn die Leute? Also, es ist halt kein Umstand, gerade das mit der Zunge. Also, nur falls du jetzt das nicht gesehen hast, es geht ja darum, dass du deine Zunge oben im Gaumen hast, deinen Mund geschlossen hast und die Zähne aufeinander liegen für eine bessere Entwicklung deines Gesichts. Ich habe da 2 Tage aktiv drauf geachtet, ja, lass es 3 Tage sein, wo ich halt wirklich jeden Tag aktiv drauf geachtet habe, wo meine Zunge lag und jetzt ist es zur Gewohnheit geworden. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass irgendwie sowas so, oh ja, das ist ja zu viel Zeitaufwand, lalala. So, als ob es zu viel Zeitaufwand ist, das hier zu machen, statt das hier mit seinem Handy, damit du für die nächsten 60 oder 80 oder was auch immer Jahre deines Lebens eine gesunde Körperhaltung hast. So, wenn du das 3 Monate am Stück machen musst, wäre es das noch wert. Also, mal an die Leute da draußen, die sich jetzt denken, oh, ist ja voll klein und voller Aufwand, seid mal halb so faul. Also ganz wichtig, ist einfach ein wichtiges Thema. Ne? Nehmt mal ein bisschen was in Kauf. Manche Sachen dauern ein bisschen, bis sie sich entwickeln. Das ist auch in Ordnung, das muss so sein. Ja, du säst und dann erntest du. Also wie gesagt, Handy und die Übung mit den Wasserflaschen, super, super gut. Ne, allgemein eine tolle Übung, um deine Muskulatur zu trainieren. Wir haben ja schon öfter über das Thema Muskeln, Fitness geredet. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn du jetzt sagst, wie kann ich meine Attraktivität auf diesem äußeren Look-Level verbessern. Aber es ist jetzt ein anderes Thema. Kommen wir zur dritten Sache, zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, und das hängt mit den anderen beiden Punkten zusammen, betrifft deine Schultern. Deine Schulterbewegung für eine deutlich attraktivere Körperhaltung. Wenn du aufrecht gehst, dann wirst du merken, dass deine Schultern so im hinteren Bereich, naja, ich sag mal, locker runterhängen. Würde ich mich jetzt nach vorne beugen, dann wären die ungefähr hier. Jetzt sind meine Schultern hier vorne, jetzt sind sie hier hinten. Vorne, hinten. Das Problem ist, wenn ich meine Schultern vorne habe, weil ich diesen leicht gebückten Gang habe, den unglaublich viele Leute haben, dann ist da nicht viel, da ist nicht viel Bewegung drin. Es wird nicht passieren, dass meine Schultern sich automatisch bewegen, weil die Bewegung kommt hier aus meinem hinteren Teil. Das funktioniert einfach nicht. Wenn ich aber aufrecht stehe, dann habe ich die Möglichkeit, die Schultern so ganz leicht und entspannt mitschwingen zu lassen. Beziehungsweise in den meisten Fällen schwingen die Schultern ganz automatisch bei Bewegung mit. Das sieht dann vielleicht ungefähr so aus. Ne? Ungefähr. Wie gesagt, ich bewege mich jetzt nicht nach vorne und hinten, deswegen kann man das nicht genau emulieren. Aber so sieht das ungefähr aus. Und das ist der sogenannte Schulterwalk, der, so hat Studien das gezeigt, eine sehr attraktive Wirkung auf Frauen hat. Ja, wenn Leute so gehen mit einem gewissen Swag, mit einem gewissen Swagger, das ist eine gewisse Lockerheit und wirkt sehr attraktiv. Dazu baumeln deine Arme dann relativ leicht, so an deinem Körper lang, ungefähr so. Und das Ganze wird, wie gesagt, dadurch verstärkt, dass du hier oben am Ende deiner Wirbelsäule gerade bist. Und da haben wir ja gerade über die anderen Sachen geredet, wenn es dich Handy und die Wasserflaschendinger. Also, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Achte mal drauf, wie du dich bewegst. Ne? Ich sag mal, so ein bisschen Bewegung kommt ja auch aus den Schultern. Natürlich nicht so im Sinne von ganz klar, ne? Es soll natürlich nicht übertrieben sein, aber deine Schultern bewegen sich so leicht mit und geben deinen Armen so eine leichte Bewegung. Dadurch bewegt sich auch, wie du hier siehst, leicht dein Oberkörper und das gibt dir so einen gewissen Swag. So ein bisschen so, als würdest du tanzen. Das ist natürlich jetzt Tanzen und nicht das, was ich meine, aber es gibt dir einen dynamischeren Look. Ich übertreibe es jetzt hier mal absichtlich, aber es ist mehr dieses... Ne? Und das trägt enorm dazu bei, dass deine gesamte Körperhaltung und dein gesamter Look attraktiver wird, wenn du das kombinierst mit dem Geradesein im gesamten Rückenbereich. Dazu zählt natürlich auch Geradesein hier unten. Du sollst auch nicht gebeugt sein, das ist natürlich auch klar. Für Leute, die da wirklich extreme Probleme mit haben, kann ich
Ich kann nur empfehlen, geht ins Fitnesscenter nicht unbedingt, um krassen Muskeln aufzubauen, aber um mal euren Körper überhaupt in die Situation zu bringen, dass er genug Muskulatur an wichtigen Stellen hat, um euch ordentlich unterstützen zu können in eurer Bewegung. Das ist ein ganz wichtiges Thema und mir ist es ein Rätsel, wie man sagen kann, oh, das ist ja nicht so wichtig. Das ist enorm wichtig. Ihr wollt sicherlich keinen Bandscheibenvorfall haben, wenn ihr 50 seid, wie die meisten Leute tatsächlich, weil ihr euch nicht um eine ordentliche Haltung bemüht habt. Das ist ein riesiger Punkt, deswegen Handy vor die Fresse und Wasserflaschen an die Seite. Die drei Sachen kannst du machen, um relativ schnell deine Körperhaltung zu verbessern. Und wie gesagt, ich sage relativ schnell und meine das auch so, denn das dauert nicht lange, sich das anzugewöhnen. Ja, den Farmer's Walk, das mit den Gewichten, den Gewichtwalk im Fitnesscenter mache ich jetzt aktiv für diesen Zweck. Erst seit ein, zwei Wochen regelmäßig im Training. Und ich merke schon einen gigantischen Unterschied. Das braucht nicht lange, gerade wenn du es vorher falsch gemacht hast. Deswegen nimm dir einfach mal die Zeit für dich. Nimm dir Zeit für gesunde Körperhaltung, für attraktive gesunde Körperhaltung. Und im Umkehrschluss natürlich auch für mehr Erfolg mit Frauen. Links neben mir abonnierst du den Channel. Unter mir kannst du dich für einen der ersten Coaching-Plätze im nächsten Jahr bewerben, die jetzt frei geworden sind. Und rechts kommst du zu einem weiteren Video mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf, dich dann dabei zu haben. Bis dahin, ciao.